Ich sorge mit anderen Kollegen dafür, dass Kameras intelligent werden. Mein Name ist Tobias Holzheuer. Ich arbeite bei IDS als Softwareentwickler in der Vorentwicklung und aktuell beschäftige ich mich in der Abteilung mit künstlicher Intelligenz. IDS ist ein großer Anbieter und Hersteller von Industriekameras. Das heißt Kameras für Produktionsanlagen, Verkehrsüberwachung, Medizintechnik, überall wo man Kameras mit speziellen Ansprüchen braucht. Ich arbeite in der Vorentwicklung. Wir beschäftigen uns vor allem mit Themen, die aktuell noch kein Produkt sind, aber in nächster Zeit ein Produkt werden könnte. Gerade ist beispielsweise ein wichtiges Thema künstliche Intelligenz und wir versuchen, künstliche Intelligenz in unsere Kamera zu bringen. Das ist vor allem dafür gedacht, für Aufgaben, wo die klassische Bildverarbeitung versagt, beispielsweise verschiedene Blumensorten unterscheiden. Ist für einen Mensch sehr einfach, aber für eine Maschine mit Algorithmen sehr schwer zu lösen. An meinem Job gefällt mir eigentlich besonders die große Abwechslung. Also ich programmiere nicht nur Software, ich habe auch ein bisschen Hardware entwickelt zwischendurch und durch den engen Kontakt mit meinen Kollegen bekomme ich auch viele Sachen mit, die nicht so ganz mein Themengebiet sind. Wir treffen uns in der Mittagspause auch öfters zum Joggen. Wir gehen dann hier direkt in der Umgebung in die Weinberge und in den Wald. Und dadurch, dass IDS auch etwas in ländlicher Außerhalbregion liegt, ist es da sehr einfach möglich, auch schnell industrielles Umfeld zu verlassen. Da der Geschäftsführer auch direkt im Büro neben uns sein Büro hat, ist es so, dass er auch öfters mal bei uns in der Abteilung vorbeischaut und mal einfach ein kleines Schwätzchen mit uns hält. Von daher ist dieser enge Kontakt wirklich da. Auch diese soziale Komponente ist für mich sehr wichtig.